Herzlich willkommen zur nächsten Folge. Gut, dann wollen wir mal Bruce eine Denkstelle verpassen, für das, dass er uns verraten hat und unsere Festung weggenommen hat. Nicht zum letzten Mal gesehen. Wollte gerade sagen, seinen Verrat nicht ignorieren. Werden wir auch nicht. Da wird ordentlich was gemacht. Warte mal, habe ich hier irgendjemanden zum schneller ranspringen? Ach, die sind nicht geladen, oder? Dann nach da unten. Easy Port. Ah, ist auch einer von uns. Ja, GG. Weißt du, so viel Glück habe ich hier in meinen Spielen, auch online. Bauchgefühl ist geil, aber Glück ist nie auf meiner Seite. Ich muss mich immer doppelt anstrengen. So, gehen wir mal hier hinten hin. Beschädigt. What the fuck, Alter. Das haben wir ja schon letztes Mal vorgelesen, aber der Titel beschädigt, ey, Alter. Das klingt wie so ein Werkzeug. Oh, Redback. Du hast Ärger. Bruce hat deine Feste eingenommen. Das habe ich schon geahnt, als er mir die Klinge in den Rücken bohrte. Ging vom Rücken glatt nach vorne. Und du hast geblutet. So präzise nicht. Das Problem ist, die anderen Rocks wissen, dass du Bruce gekriegt hast mit deinem Jetzt leidest du. Und sie wissen, dass er frei ist. Das hat richtig Eindruck geschunden, sag ich dir. Orks rennen ihm nur so nach. Also ich will dir nicht sagen, wie du deinen Job zu machen hast, aber du musst ihn beseitigen. Und eine Rettung steht auch noch an. Eine Rettung? Ja, er hat Gefangene genommen. Einer davon ist dein Oberherr, glaube ich. Du willst ihn doch befreien. Wo? Hier lang. Aber echt jetzt, der hat dich aufgespießt und sei still. Ich kann's nochmal erzählen, wenn du möchtest. Das sind drei Gefangene. Alter. Geh rein und mach dein Ding. Ich bleib hier und spähe die Gegend aus. Ich bin echt gut im Spähen. Späher gehen vor. Und sterben. Deshalb kann ich das so gut. Also auf geht's. Das Spähen beginnt. Nee, er setzt sich da einfach nur hin so. So, ich spähe hier aus. Weggeschnappt. Ihn will ich ausweiten. Oh, fuck, ne. Komm her, du Sau. Oh, nochmal den. Sofort. Aber das ist zu viel. Na komm, werde frei. Warte, ist es ein legendärer? Das hat gerade angefangen, Spaß Wait. Zu machen. Aber, na gut. Ich muss den killen. Also indirekt, weil... Der ist legendär. Ja, du sagtest drei und eine haben wir. Ich kann zählen. Oh, na das wird nützlich sein. Es geht immer zack, Kopf ab. Schlag mal in die Eingeweide, lass sie dann liegen. Das gibt... Du wirst gehorchen. Oh lol, wir haben Neues. Usch, der ist echt legendär. Alter, der ist echt legendär. Scheiße. Befehligen, verstoßen. Kacke. Ey, der ist legendär. Junge. Ich wollte eigentlich nie legendäre annehmen, solange ich nicht jedes legendäre Zeug habe. So. So. Du bist ein schönes Mal, Level 14. Google, der Kuppler. Fuck, das war doch der eine vom Blutsbrüder. Scheiße. Oh no. War das nicht sogar von denen da? Ach, scheiße. Wir sind am Arsch. Du führst an, ich folge. Wir holen uns wieder. Aber wem sag ich das? Du hast ja gezählt. Ja, hab ich. Du kannst erzählen, nicht so wie die anderen hier. So, noch den erobern. Weil, falls er in der Welt spawnt, haben wir schon mal einen Fernkampfschützen. Weg mit dir. Und wir bauen Macht auf. Oder Zorn ist das? Ich glaube Zorn war das, ne? Ich wechsel die mal so schnell. Elbenwut. Ja, da muss es Zorn sein. So, jetzt noch den Schützen da oben. So. Leider kann man echt nicht so Schatten beherrschen machen, mehrere hintereinander. Oh, du Arsch. Weg mit dir, du Sau. Bitte, schneide
mich bitte los? Ja, mach ich. Okay, der eine ist episch, der ist rot, der ist nur billig und der ist legendär. Junge, wir haben jede Farbe. Tja, das war's dann wohl. Du wendest dich wieder deiner Kriegstreiberei zu und... oh, hallo. Wir sind noch nicht fertig. Bruce. Oh, stimmt, Bruce. In seiner Festung. Deine Festung. Ich beliebte diese Festung. Ja. Oh, als diese Festung noch mir gehörte. Etwas zugig war's doch, aber diese Aussicht auf einige meiner Umbauten bin ich echt stolz. Wie deinen Tunnel. Genau. Mein Fluchttunnel. Ganz schön klug, dachte ich mir. Gut, wenn man mal schnell raus muss. Ja. Wir können ihn nutzen. Wieso? Wir wollen doch nicht raus. Aber rein. Nein, aber wir wollen wieder hinein. Klar. Ja, klar. Wo ist dieser Tunnel? Warte. Da ja, lang. Da lang. Glaub ich. Junge, das ist der beste Charakter überhaupt, ey. Echt schade, dass man den nicht jetzt so befehligen machen kann, so als Kumpanen. Schade. Ich würde den instant auf Level 80 ziehen und die heftigsten Stats geben. Da ist er. Jetzt gehen wir doch noch ein Tutorial für Bossfight. Nun, was war der Plan? Ein bisschen leiser, aber ne? Eine Rettungsaktion? Bist du hier, um mit dir abzurechnen? Kommst in Begleitung dieses Sharkflex Redback? Ich sag dir was, ich hab auch Freunde, weißt du ja. Das wird ein wahres Fest. Ein echtes Haus hier. Ja. Wir holen uns Grog, spielen ein paar tolle Spiele wie... Oh, was ihm die Arme ab? Na los doch, Jungs! Okay. Dan ist einer. Bubol. Die Made. Alter, widerlich. So, der kriegt Damage davon. Er ist ein Meisterschütze, den müssen wir eigentlich also zuerst erledigen. Und dann, was haben wir hier noch? Oh, Tugok, der Heuchler, legendär. Tödlichen Flammbar. Okay, Fernkampfschuss mit Feuer und er ist instant down. Scheiße, die sind viel zu schnell. Kränklich, besonders anfällig für Gift. Einmal AOE. Okay. Sag mal. Oh, hell no. Wichser. Na, Kumpel? Bruce hatte recht. Das wird ein Fest. Das verheißt eine Menge Schmerz für dich. Und hoffentlich ein bisschen für mich. Ach du Scheiße. Hey, reicht. Wieso ist er so leise? Finden und ganz Mordor zeigen, was mit jenen geschieht, die sich dem hellen Herrscher widersetzen. Jetzt verpiss dich, du Dreckiger! Gut gemacht. Ich muss einen wiederbeleben. Stirb, du Stück Scheiße. So, jetzt holen wir uns schnell noch unsere Jungs. Steh wieder auf. Danke. Und jetzt zahle ich es diesen Mann. Wo ist der Narr, der mich verwundet hat? Wo ist der Narr? Sei mein Schwert. Jetzt müssen die auch entzündet sein, oder nicht? Jawohl. Nee. Und weg mit dir, Fleischmaler. Er wollte Redback angreifen, diese Sau. Und so simpel ging das. Diese Festung steht wieder unter meinem Kommando. Der Aufstand wurde niedergeschlagen. Die Verschwörer wurden gerichtet. Ihren Anführer wird bald dasselbe Schicksal ereilen. Fortan bewacht ihr diese Festung für den hellen Herrscher. Hier gibt es keine Schwäche, kein Erbarmen
für meine Feinde! Nur die unbezwingbare Stärke meiner Armee! Man merkt den Unterschied zwischen Englisch und Deutsch Synchro wegen Mund, ne, Bewegungen. Aber auch, die haben es so ein bisschen programmiert, gefühlt, das ist zu leise, was dem Story-Aspekt angehört, und dann alles andere ist normal laut. Und das kann ich ja nicht verändern, das ist halt wirklich so vom Spiel. Und leider gibt's aber auch kein Mod dafür, dass man sagt, Anpassung der Sound-Lautstärke oder Quali oder so eine Scheiße, gibt's nicht. Befördere jemanden zum Oberherrscher. Stimmt, hier habe ich ja einen. Ha, stimmt, deswegen hatte ich davor keinen. Der übernimmt nicht in die nächste Map, sondern immer nur einen Leibwächter pro Map. Boah, das ist schade. Ich hätte eigentlich gerne überall den gleichen gehabt. Also man muss gefühlt, je nachdem wie viele Maps es gibt, genauso viele Leibwächter haben. Hm, schade. Diesen Blutsbrüder, Glück gehabt. Der hat irgendwie Stress mit dem. Wie nehmen wir denn jetzt als... Boah, der wütende Allesfresser. Feinschmecker. Ich könnte den hier befördern, aber eigentlich will ich den sterben sehen, weil er legendär ist. Auch noch vom Schreckenstamm. Boah, weiß nicht. Wäre es gut. Ich nehme erstmal den hier. Ja, nehmen wir den hier. Schade, dass ich nicht mehr diesen Power-Up bekommen, von wegen als Oberherr so eine Rüstung, als Häuptling so eine. Wäre cool noch. Gut. Jetzt haben wir natürlich sehr viele Dinge. Oh, wir können immer noch kaputt machen. Geilo. Aber ohne Stress. So, jetzt haben wir neue Dinge bekommen. Jo, da ist das neue Schwert. Kaputt machen. Und dann das neue fertig machen. So, entzündete Feinde 55% mehr Damage, also gegen die. 50% Chance, Gegner mit einem kritischen Treffer zu verbrennen. Oh, das ist busted. Ich weiß nicht, was irgendwie für eine Chance hier komisch ist oder ob das steigt mit höherer Trefferquote, also Streak. Weil ich hatte ja davor schon mehrmals einmal 12 oder 13% verflucht oder vergiften und einmal auch Feuer mit dem Schwert. Irgendeins davon war Feuer. Komisch. Oder allgemein nur den Effekt Brocken 25, und das kam sehr, sehr häufig, fast jedes Mal. Ich will nicht wissen, wie häufig 50% also passiert. Das ist echt krank. Naja, muss ich mal gucken, ob ich den ausrüste oder nicht. Genau, ah, das war das Set sogar, das Banditen-Set. Wegen hier, 25% Chance, dem Feind Feuer, Gift, Frost oder Fluch zuzufügen. Das ist sogar random, welcher Effekt kommt und random natürlich, ob es kommt. Und dasselbe passiert dann mit den Gefolgsleuten, aber halt 5% weniger. Aber naja, gut. Aber schon mal nicht schlecht, diese Effekte eigentlich. Aber wir gucken nochmal später. Erstmal noch nicht. Den können wir auch zerstören. Junge, haben wir viel Kohle. Wir sollten unsere Festung jetzt auf jeden Fall verbessern. Zack. Und den geht immer noch nicht. Zerstören. Zerstören. Den behalten wir noch. Ja, wir können ja wieder verbessern. Wir haben schon so viele gefunden, ey. Das ist unnormal. So. Ein mit dir. Ja. Noch einmal. Vielleicht sollte ich mich langsam wieder mehr darauf konzentrieren, damit es einfach schneller geht. Aber es geht schon von alleine sehr, sehr schnell. Also ich töte wirklich sehr selten. Ich bin schon so weit. Gut, dann jumpen wir mal runter. Shit, ich dachte, ich schaffe den. Weg damit. Ach, come on. Muss ich von vorne? Zack, zack, zack. Und zerstören. Schlechter Stamm. Danke dafür. So, dann... Wir müssen Bruce finden. Wo ist Bruce? Da hinten. Vermisst. Redback will sich mit dir treffen. Das heißt, wir porten uns hier hin. Ich würde sagen, wir machen kurz noch die Monumente, weil dann sind die Firma weg, weil die Festung verlieren wir jetzt, glaube ich, nicht mehr. Deswegen nehmen wir den mit, porten mit, porten mit und gehen dann zum hellen Herrscherauftrag. So. Redback... Oder Redback will sagen, irgendjemand wird vermisst, aber die Frage ist, wer? Wer könnte vermisst werden? Etwa er, aber er trifft uns ja, also er nicht. Sein Kumpel vielleicht? Den haben wir schon länger nicht mehr gesehen.
So. Nice one. Doch, das war das Feindliche, nicht unser. Und selbst wenn, ich habe keinen Bock drauf, also mache ich es auch kaputt. So, wo ist denn das? Da hinten. Okay, hier sind natürlich Feinde. Auf diesem Ball. Na komm. Hä? Lol. Der ist despawned. Jetzt sind die alle despawned. Lol. Alles klar, ja gut. Schnellreise nicht möglich. Ach, come on, boy. So, wir flüchten. So. So, jetzt müsste ich eigentlich porten können, weil man hat das Geräusch gehört. Ja, jetzt geht. Dann auswählen, hier hin porten. Scheint so, als ob Redback uns braucht. Hör ihn an, aber lass dich nicht von unserem wahren Auftrag ablenken. Das werden wir machen, auf jeden Fall. So, Sprint, Sprint, Sprint. Oh fuck. Alter, muss man erstmal dodgen. Das sind unsere. Zurück. So, vermisst. Dann rein, ne? Talion! Redback braucht deine Hilfe. Waldläufer ist verschwunden. Wie verliert man einen Olag? Er wurde entführt. Ich fand diesen Toten bei seinem Fressnapf. Was sagt man noch gleich über die Überbringer von schlechten Nachrichten? Man sagt, der Überbringer muss sterben. Tja, das erklärt so einiges. Wie lautete die Botschaft? Er sagte, wenn du dein Haustier je wiedersehen willst, bring den schrackfressenden Grabwandler. Alter. Lass das. Oh, entschuldige. Du weißt, dass das eine Falle ist. Na klar. Aber du schuldest mir was. Mir und Waldläufer. Vergiss nicht, wir haben Bruce für dich erledigt. Also, das habe ich etwas anders in Erinnerung. Ach, über Details lässt sich streiten, aber am Ende stehen wir doch zu dir. Was sollen die anderen Orks denken, wenn du nicht zu uns stehen willst? Er hat recht. Orks folgen den Starken. Wenn wir zulassen, dass unsere Soldaten attackiert werden, werten sie das als Schwäche. Vielleicht hast du recht. Hab ich? Ich meine, ja, hab ich. Los, komm schon, hol also, dir jawohl. Hat funktioniert. Der beste Freund hier. Auf geht's. Der Speer wieder mal. Wer hätt's gedacht, wir arbeiten zusammen, wie in alten Zeiten. Oh ja. Du verrätst uns noch. Wie in alten Zeiten. Der Anführer hasst es, wenn wir bei warte. Wir gehen mal hier hoch. Übernehmen wir schon mal. Falls wir hier fighten müssen. Vorbereitung ist alles. So, rüber. Ach, come on. Ich habe sogar extra geaimt. Na komm, auf da. So. Der schlimmste Anführer, den ich je hatte. Ruhe. Wenn er das reißt, er gibt Sack. Raus und stopft sie mir rein. Dann reißt er meine Ohren ab und stopft sie dir rein. Dann hätten wir es ja leicht, wenn das alles wäre. So, einmal durch. Nee, noch da. Sehr schön. So, wo sind hier die Schützen? Unter mir. Ja, oh, schöner Backflip. War der Backflip, though? Junge, Junge, Junge. Das Geräusch. So, den haben wir auch. Die Schützen sind das Wichtigste. Von den normalen Units sind das wirklich die besten, finde ich. Wenn du da ein paar hast, die Menge ist schon entscheidend und dann easy peasy eigentlich. Es kann doch nicht sein, dass immer ich so springe, dass sie so fliegen. Wenn ich fighte, haue ich 10 Millionen Jahre drauf. Und dann hier so, ja komm, einmal wegstoßen. Aber naja, hier ist ja Insta-Death, wenn man von der Kante schmeißt. So,
So, bitteschön. Jetzt haben wir genug Leute, die uns verteidigen, wenn was passiert. Also können wir auch in Ruhe runter. Da ist er ja. Der glorreiche, helle Herrscher. Ich wusste, dass diese schmierige Ratte es schaffen würde, dich hierher zu bringen. Bruce, ich zeig dir schmierig. Was hast du mit Waldläufer gemacht? Halt die Schnauze. Das ist eine Sache zwischen mir und dem Grabwandler. Dann komm runter. Beenden wir's. Nicht so schnell. Das ist erst der Anfang. Erst werdet ihr leiden. Und wenn du oder diese schmierige Ratte dabei drauf geht, umso besser. Oh, fuck. Doch falls nicht, dann fängt der Spaß erst richtig an. Woher hat er die Connections? Fucking hell. Na gut, dann. Alter, wieso habe ich da so viel aus? Ich hab ne Idee. Jawohl, die Idee ist aufgegangen. Alle auf einmal kontrolliert. So Jungs, gute Aufgabe. Danke für die Armee, würde ich sagen, ne? Kostenlose Mahlzeit. Easy. Zack. Bruce! Komm zurück, du mieser Haufen Schlag! Er ist fort. Aber wir sehen ihn bestimmt wieder. Hoffentlich. Wir sind nämlich noch nicht fertig. Hör mir zu. Wir suchen Waldläufer. Und wir machen Bruce ein für alle Mal den Gar aus. Tja, ich werde hier nicht rumsitzen und abwarten. Ich durchforste jede Ecke Mordors, welche ich ihn gefunden habe. Und wenn es soweit ist, erfährst du es als allererster. In Ordnung. Bam, Junge, perfekt du. Je mehr Macht wir erlangen, desto mehr werden uns herausfordern. Nervig. Töten wir sie. Nein, wir müssen an ihm ein Exempel statuieren, sonst werden andere nachrücken. Dann töten wir eben auch sie. Warum Hunderte töten, wenn es schon ausreicht, einen von ihnen zu brechen? Weil wir diesen Krieg gewinnen wollen. Hier geht's nicht um deine Machtspielchen. In Mordor ist das ein und dasselbe. Ja, irgendwie haben beide recht. Gut, wieder Level up. Wunderschön. Das ist doch schön. Bruce lebt, desto mehr Orks schlagen sich auf seine Seite. Und das werden wir verhindern. Du hast recht. Wir müssen uns um ihn kümmern. Ganz genau. Aber warte mal, erstmal kurz nochmal reingucken. Ja, irgendwie traue ich dem gerade nicht. Nee, das ist Maximum, Junge. Also mehr geht nicht. Gehst sogar genau alles so laut. Naja. Dann ist das Spiel halt so, ne? Boah, wie die nachspawnen gerade, die Minimap. Holy shit. Naja gut, schnell weg hier. Also, wo ist Bruce? Sag mir nicht, er ist sogar auf eine andere Map gegangen. Alter, ist Bruce hartnäckig. Wie nervig. Na, wo ist er jetzt hin? Eroberer das? Nee. Eroberer das? Nee. Ist jetzt Bruce auch noch da? Verbündete? Nee. Irgendwo muss ja Bruce sein. Vielleicht dauert es ja auch nur ein bisschen. Das ein bisschen bewegen oder porten. Weil hier ist ja die anderen zwei Missionen. Genau. Hier unten ist sowieso nichts mehr. Ja gut, dann. Ja. Wir könnten ja versuchen, mal das hier wieder zu machen. Weil wir sind jetzt Stufe. Wie viel? Keine Ahnung. Auf jeden Fall über 30. Oh, hier sind vier weiße. Holy shit. Okay. So, erstmal, wo sind wir da, Charakter? Stufe 36, perfekt. Weil wir können jetzt Armee. Und dann können wir einmal unsere verbessern. Ich nehme den hier und wenn er stirbt, kriege ich das ja. Hoffentlich. Genau, wir tauschen mal Positionen. Und zwar einmal befehligen. Positionswechsel. Yeah!
So. Und dann noch natürlich Position einnehmen. Sehr schön. Die sind nur episch, das ist egal. Feinschmecker. Ja, der ist ja mein Leibwächter auf der Karte hier. Haben wir sonst noch irgendwas? Ja, wir können wieder unsere Dings hier machen. Häuptling bewachen. Und Hauptmann bewachen. Den müsste ich eigentlich ja als meinen Leibwächter machen, weil der starke Fähigkeiten hat. Oh, Dukes, den können wir auch noch. Komm, du bewahrst den hier. So. Du sollst ja sozusagen sterben gehen und du verteidigst den hier. So, damit haben wir alles. Wir können natürlich noch den hier nutzen, um nochmal jemanden zu machen. Ich glaube, ich mache den nochmal zu dem Oberherrn. Falls er durchkommt. Außer wir warten nochmal, weil wir könnten vielleicht den gebrauchen für die Arena. Erst lassen wir den hier fighten. Genau, Huschbacker muss unbedingt einmal fighten und dann sterben oder gewinnen und dann töte ich ihn selber. Weil ich brauche das. Ich brauche die Verbesserung für die Zitadelle und ich brauche eigentlich das legendäre Item. Was war das denn? Wow. Come on, jump. Na, geht doch. Bruce wird für seinen Verrat zahlen. Und es wird eine Warnung für alle, die es wagen, ihm zu folgen. So. Und rein hier. Wer ist das hier? 35. Schädelmaler. Panische Angst vor Untoten. Okay. Anfällig für Schleichen. Weichschädel. Wogegen ist er immun? Frost und Bestien. Entzündet durch Gift. Okay, keine Giftwaffe. Dann Space. Und Huschbacker. Rein da, ne? Lol, er bringt seine Jungs mit. Du warst gut dabei, Alter. Aber hier ist Schluss. Er sagt 1 gegen 1 12 Uhr Sportplatz und kommt mit seinen Jungs. Ey, erstmal den Türkenkreis bilden. Achso, so wie man es damals gesagt hat in der Schule. Oh lol, beide machen den Dash. Oh, fuck my life. Aber hey, hier kann nicht nur gewinnen. Jungs, wollt ihr angreifen, oder nicht? Die machen kaum Schaden, aber ein bisschen Ablenkung ist es, ja. Er geht vor Dash zurück. Oh, guter Wurf von dem da. Nochmal ein guter Wurf. Nochmal ein guter Wurf. Immer so Mini-Stun. Schöner Dash-Schlag. Dash durch ihn durch. Springt über ihn rüber. Er dasht nach hinten. Will Nahkampf gehen, aber irgendwie hat er eine Fernkampfwaffe, also geht er wieder weg. Wirft ihm zurückgehen. Weicht richtig gut aus. Jumpt auch über ihn, das ist gefühlt ein Mirror-Match. Beide spielen das gleiche Deck oder im gleichen Charakter-Build. Wir haben eine beschissene Kamera, wir sehen nichts, wir sind gestuckt. Er macht Ketten. Er ist gebrochen, als wenn er noch gewinnt. Ich glaube das ja gar nicht. Er wirft sein Speer, trifft aber nicht. Jetzt nimmt er ihn, gibt einen fette Kopfnuss, hebt ihn hoch. WWE. Zack, Junge. Fehlt noch ganz wenig. Die Frage, gewinnt er noch? Und, oh, er gewinnt. Knapp, Junge. Obwohl so ein großer Unterschied vom Level war. Schön geköpft. So, und da ist mein Dolch. Nice. Dolch des Schreckens. Also, verbessern wir den mal kurz. So, was machen die? Schleichaufziehungsangriffe lassen die Köpfe an der Feinde explodieren und nahe Feinde fliehen. Walter, schnelles Werfen verflucht das Ziel alle 20 Sekunden. Ist sogar schlechter als das beim anderen. Wieso ist hier nur 20? Beim anderen war 36. Achso, nee, alle 20 Sekunden statt alle 36. Also der Cooldown ist geringer. Cool. Schnellwurf tötet fliehende Fußsoldaten sofort. Stellt 200 Gesundheit wieder her, wenn du einen fliehenden Gegner tötest. Ja, okay, das ist mit meinem Bild sogar sehr, sehr stark. Weil immer, wenn ich jemanden zerstöre oder hinrichte oder so, oder Kopfplatze, dann fliehen die. Und dann wäre damit instant Lebenwiederherstellung. Ja gut, dann nehmen wir den, weil dann können wir endlich den Ring wieder zurück anziehen, weil wir haben ja kein Set dann. Gott sei Dank, wieder mehr Fokus. So, stellen wir den nochmal wieder her. Gut. Ja, wir haben schon fast fertig.
Fehlt eigentlich noch einmal Heller Herrscher für Elbengeschoss füllt auf. Oder ich muss eins wegnehmen. Den nicht, der Bogen ist gut. Heizhorn, ja, den brauchen wir nicht unbedingt. Was haben wir hier? Weniger Schaden, Feinde entzürnt oder Gift anwendet, verringerte ja, das ist auch nicht schlecht. Und bei den Schwertern gibt es hier ein besseres. Jede Gelefe macht eine Explosion. Da muss ich noch üben. Irgendwie funktioniert der eine Skill nicht richtig. Ich verstehe nicht warum. Hier, nehmen wir das Schwert. Da haben wir zweimal Heller Herrscher. Einmal Faust, einmal das, einmal das. Oder können wir lieber ein Set machen? Nee. Doch, könnten wir mit... Haben wir Maschine? Maschine haben wir. Haben wir. Gefolgsweise rufen beschwört Sprengmeister und Eisenwächter beschwört mehr Sprengmeister. Boah, das sind natürlich super Explosion pur. Das könnte broken sein, weil gegen Explosion ist niemand geschützt. Könnte also ein geheimer Favorit für Endgame werden. Aber ich glaube erstmal so. Gut. Ja, natürlich haben wir verkackt. Das Lustige ist, wir könnten jetzt einfach anwerben. Gosh. Aber so gut war er gar nicht. Ist jetzt ein neues Ziel hier drin? Oder ist es derselbe? Ist ein neues. Lul. So, was brauchst du denn? Panische Angst vor Morgai, Bestienfutter. Also muss es ein Berittener sein. Da habe ich schon einen perfekten. Warte mal. Armee. Wir müssen mal ein bisschen den hier hochpullen. Befehligen, Ausbildungsbefehl. 5 Stufen. So, dann machen wir nochmal natürlich 5 Stufen. Immer wieder. Bis er auf unseren Level ist. Also noch zweimal. Zur Not wird der sogar zum Oberherrn für die gewisse Zeit. So, jetzt bist du perfekt. Was hast du für Schwächen? Furcht vor Spinnen, sonst nichts. Ich gebe dir mal epische Wurfmesser. Hork. Hork. Ja, wir wissen, wie er heißt. Entsende einen Gefolgsmann in die Garnison. Nee. Achso, so können wir die zurückbeordern. Ah, okay. Ein Gefolgsmann erhält eine Feuerwaffe. Könnten wir die geben? Gruppe Wilder, Wildträger, Jäger, Bogenschützen. Legendär. Hey Leute, so können wir die schneller farmen. Broken. Muss ich mal vielleicht machen mit Absicht. Er hält einen Schattenkaragor. Nee, auch nicht. So viel brauche ich das gar nicht eigentlich. Dann nehmen wir. Geben wir eine Feuerwaffe oder verflucht? Nee, Feuerwaffe. So, jetzt muss auch sein Bogen eigentlich Armbrust brennen, oder nicht? Vielleicht Feuerpfeile, ich weiß es nicht. Flammende Waffe. Müsste funktionieren, wir werden es gleich sehen. Schmeißen wir ihn da rein. Hoffentlich holt er uns den Sieg. Wir haben jetzt ein bisschen in ihn reingesteckt. Enttäuscht uns nicht. Gefolgsmann schicken. Na los, Hawk. Wir haben deinen Namen schon 10 Minuten mal gerade gehört. An mir schaffst du es nicht vorbei. Furchtmeister. Du siehst schwächer aus als der Letzte. Ah, Leute, jetzt auch ein Karagor. Er hat sogar 2, wusste ich nicht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Der kotzt erstmal da hinten. Töte die Viecher. Leider sind wir jetzt ein bisschen im Nachteil. Schießt, Boy, schießt, nicht gucken. Nice Roller, aber langsam schießen bitte. Come on, schieß. Oh, er hat sein eigenes getroffen. Irgendwie treffen die Spielertypis schneller. Oh, Feuerpfeil. Guter Feuerpfeil. Er stirbt.
Also ich weiß nicht, was mit den Armbrustschützen los ist, aber ich glaube, wenn die keinen Schnellschuss haben, wird er niemals schnell genug werfen oder schießen. Enttäuschend. Sehr, sehr, sehr enttäuschend. Alter, war das Dreck, ey. Der Armbrustschütze braucht 10 Jahre und der Speertypi wirft und wirft und wirft und wirft. Boah, war das enttäuschend. Ich hatte eigentlich auch einen Win erhofft, aber dann waren da nicht zwei Karagoner und ist natürlich seiner gestorben. Plan ist nicht aufgegangen. Haben wir sonst noch jemanden zum Wegschmeißen, der gut ist? Ja, jetzt ist natürlich der hier, ne? Ah, Leute, so kann man auch schneller die Leute spawnen, so eine gute. Bug, entflammt. Wen haben wir denn jetzt da drin? Der verändert sich ja jedes Mal. Na, was haben wir da? Oh jo. Joker. Besonders anfällig für Gift. Vergiftete Waffe selber. Lul. Feuerfest. Okay, pass auf, pass auf. Gift brauchen wir. Wir brauchen Gift. Hat jemand Gift? Nee, er hat Feuer. Ah, Dukes. Nee, Dukes. Wir nehmen einen aus der Garnison. Scheiß drauf. Also, jemand mit einer vergifteten Waffe, die können wir aber zum Beispiel auch geben. So, Kumpel. Was kannst du? Von ihm. Er hat eine vergiftete Waffe. Wo ist der Schaden? Wir nehmen den. Trug der Maden her. Falsch. Wo ist Maden her? Oder ist es der hier hinten? Yep. Stationieren. Stationieren. Komm. Jawohl. So, mein Freund. Die ganze Hoffnung liegt jetzt auf dich oder in dir. Ne, auf dir, genau. Rein da. Wo ist Krug? Da ist er. Mir wärst du besser nie begegnet. Das werden wir sehen. Oh, gefolgt, Leute. Ich hatte schon sehr auf dich gehofft. Erster Wurf schon. Oh, der Schaden. Gute Falle. Wieso geht die Falle nicht? What? Er war One-Shot. Er hat seinen Triple-Attack gemacht. Junge, ich bin salty. Nee, leck mich. Nee, das mache ich nochmal später weiter. Na gut, Leute. Beenden wir halt mit der verdammten Niederlage. Aber mal gucken, vielleicht ist nächstes Mal besser. Bis man es irgendwann schafft, Stück für Stück. Oder wir müssen einfach mehr scalen, dass unsere dann irgendwann Level 50 sind, so wie der davor 57 und dann gewinnt der easy gegen den 36er. Naja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst ein Like, Abo und Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.